Da der Octopressor wieder am Drücker ist und sein Comeback feiert, machen wir hier ihn ein zweites Mal fertig. Aber mal schauen, wie er sich diesmal so schlägt. Hoffentlich ist er etwas mehr verbreitet und wir haben die Heldendoppler. Naja, mal schauen, was das Ganze hier so wird. Und wir sehen jetzt schon, das ist genau dieselbe Plattform in Anführungszeichen wie im ersten Teil. Nur leicht verändert. Und der Hintergrund ist anders. Dann bin ich schon mal gespannt, was er diesmal so auf Lager hat. Die Augen sehen da schon mal sehr interessant aus. Das sind so richtige Stieraugen. Wieder da! Octopressor! Dann zeig mal her, vielleicht hast du ja mehr gelernt. Okay. Im ersten Teil ist er schon mal nicht gerutscht. Also macht schon kleine Vorteile. Mehr oder weniger. Okay, die erste Form war schon mal ziemlich leicht. What the fuck? Neue Verpackung, mehr Inhalt. Octopressor Neo. Okay. Ja, genau, übertreib! Ja, ist klar, ne? Ja, ich hab schon verstanden. Und so wie es aussieht, müssen wir dieses Teil hier frei öffnen. Das sieht so komisch aus. The fuck? Nein! Ah, okay, 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 okay. Ich hab schon verstanden. Hat ein bisschen mehr Auflager als beim letzten Mal. Aber das kriegt man schon hin. Wir haben ja schon diesen Verschluss jetzt schon leicht geöffnet. Passt. Aber das Rutschen ist neu. Das hat er vorher nicht gemacht. Na, ob das jetzt mehr was bringt, ich weiß auch nicht. Komm, noch ein bisschen. Nein, nicht noch mal! Ach, Mann. Aber ja, wenn das so weitermacht, kriegt er mich noch wahrscheinlich. Aber macht immer dasselbe, ne? Na, komm schon. Zeig dich mal hier. Ich will mal deinen Verschluss öffnen. Soweit ganz gut. Jetzt kannst du seinen Körper einfärben. Ja, das ist soweit ganz gut. Na, halt das Übliche, ne? Okay, naja, sonst hat sich jetzt auf jeden Fall nicht so viel daran verändert. Ja, soweit ganz gut. Also besitzt würde ich sagen, es ist eine minimale Schwierigkeit schon vorhanden, ne? Was hat er jetzt vor? Okay. Okay. Ja, als ob der mich noch so auf irgendeine Ecke so noch getroffen hat, ne? Ja, wahrscheinlich. Er hat halt so Drillinge am Start, so ungefähr. Das sieht etwas komisch aus. Fuck, aber hat natürlich mehr Reichweite, beziehungsweise mehr Fläche, wo er mich halt treffen könnte, wie jetzt gerade zum Beispiel. Das ist nicht gut. Aber zum Glück lädt sich immer der Heldenanzug schnell auf. Man kann da doch schon fast gar nicht mehr ausweichen, weil er ja schon übelst viel Fläche bedeckt dadurch. Ah, ich muss zugeben, ein bisschen schwer ist es schon. Aber nicht mehr so leicht wie früher. Schon, aber ein kleines bisschen schwieriger. Muss ich schon zugeben. Na komm schon. Nee, ich muss ja wahrscheinlich wieder diesen Öffner wieder freimachen, ne? Also, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, warum auch immer. Obwohl ich es in der zweiten Runde gemacht habe. Hätte auch mit einem Sniper machen können. Das wäre interessant. Ah, Mann, stelle ich mich gerade richtig doof an. Das kann doch nicht angehen, komm. Machen wir das jetzt. Das ganze Gerät, nein, das war ein sehr dummer Fehler. Das war nicht so geil. Na komm schon, das kriegen wir schon hin. Ausweichen! Okay, das war schon etwas knapp. Aber ja, er bedeckt übelst viel Fläche dadurch, ne? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nee, wir wollen es nicht so übertreiben. What the fuck? Ja, jetzt ist aber auch mal gut, ne? Wir haben dich gleich. Komm schon. Nicht vergessen, dass wir auch rollen können. Boah. Also langsam übertreibt das, ne? Jetzt wiederholt er zwar seinen Angriffsmuster. Komm schon, nein!
Oh, was ist da los? Komm schon. Lad den Heldenanzug auf. Nein. Aber, oh, was für ein Timing. Habe ich gar nicht mitbekommen. Dass wir den kurz hatten. Puh, das hat mich jetzt schon etwas gerettet zum Glück. Komm noch mal her. Oh, wie komme ich halt her? Na, komm schon, noch ein bisschen. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Irgendwie, da muss ich schon zugeben, dass es sich schon etwas gesteigert hat. Nicht so wie beim ersten Mal. Oder ich bin einfach nur richtig zu dumm dazu, diesen Clip zu öffnen. Diesen Öffner. Ich kann ja schlecht Reißverschluss sagen, weil es ja kein Reißverschluss ist. Na komm schon, es ist doch noch ein bisschen so, wie es aussieht. Komm schon, komm schon! Nein! Okay, die Rolle hat leider auch nicht so viel gebracht. Komm schon! Noch ein bisschen, ja! Jetzt kann er wieder seinen üblichen Angriff ausführen. Komm schon! Zeig, was du kannst! Ich hätte ausweichen sollen! Scheiße! Komm schon, ein bisschen schneller, komm! Ja, wir haben ihn ein zweites Mal zunichte gemacht! Ja! Tja. Also ich muss schon zugeben, er hat sich deutlich verbessert. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Also er war eigentlich schon recht leicht. Und wie gesagt, man konnte schon eine leichte Schwierigkeit bemerken. Aber trotzdem ein bisschen schade, warum der Boss aus der ersten Welt nochmal kommt, aber jetzt nur in der dritten. Ist ein bisschen schade, aber naja, wir haben es geschafft. Und das ist schon mal sehr gut. Nummer 4. Ich muss dir erneut danken für alles, was du bisher erreicht hast. Es ist an der Zeit, dass du etwas erfährst. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich dich um Hilfe gebeten habe. Ich habe dir gesagt, dass wir den Riesen-Elektrowels zurückholen müssen. Aber das ist noch nicht alles. Die Wahrheit ist, Ayuli, die andere Hälfte der Sea Sirens, ist am selben Tag wie der Riesen-Elektrowels verschwunden. Wie? Du hast das gewusst? Na gut. Also, jedenfalls bin ich Nummer 2 der neuen Aquamarine und Ayoli ist Nummer 1. Dann gibt's noch Nummer 3, gerade unterwegs mit unserem Ober-Captain Griddlefish. Die werden allerdings eine Weile weg sein. Und während ich hier als Ersatz-Captain am Ruder war, ist das mit den riesigen Elektrowels passiert. Tut mir leid, dass ich dir nicht früher davon erzählt habe, aber du warst eine große Hilfe, Nummer 4. Ich weiß, dass wir Ayoli finden werden. Darfst du mir auch? Hilfst du mir auch weiterhin? Geht. Geht weg! Was? Stört da wieder jemand unseren Empfang? Lass das gefälligst, oder Nummer 4 wird dir die Tentakel lang ziehen. Tja, wer das wohl war? Wir werden es früher oder später dann noch herausfinden, wenn es soweit ist. Dann haben wir wieder die Sicherung gekappt. Und somit geht es wieder weiter. Wunderbar. Dann gehen wir direkt dorthin. Lasst uns keine Zeit verlieren. Ja, wobei. Jetzt muss ich doch mal nachschauen. Ach, ich habe ja hier die Schriftrolle noch gar nicht. Beziehungsweise das Souvenirabzeichen. Okay, dann muss ich das jetzt noch schnell finden. Ist das der hier zufällig? Ah, ja, dann ist es der wahrscheinlich. So wie das schon aussieht. Ah, da könnte wieder eine Schriftrolle dabei sein. Das müsste der sein. Denke ich jetzt mal. Ich muss auch schon im richtigen Moment abspringen, sonst kann ich es vergessen. Ja, wobei, komm schon. Och man, ist das jetzt euer Ernst? Ey, das ist so knapp im Messen, ne? Ey, Mann. Okay, dann halt noch ein Versuch. Komm schon, ein bisschen schneller. Nein. Okay, gut. Ja, komm schon. Okay. So, jetzt haben wir es aber. Yeah, wunderbar. Da haben wir schon mal das dritte Souvenirabzeichen. Jetzt fehlt ja nur noch das Anchovium. So, versuche ich es jetzt einfach mal mit der normalen Waffe. Na, wobei, ich will doch lieber auf Nummer sicher gehen. Ich nehme die Sniper, die hat eine gute Reichweite. Wunderbar.
Und hier kann man bestimmt noch irgendwo hoch, oder? Genau. Als ob ich es nicht schon weiß, so ungefähr, ne? Okay, da haben wir hier schon mal das Anchovium. Dann können wir direkt... Genau, gehen wir direkt noch mal zum Boss, damit wir nicht so lange laufen müssen, schwimmen müssen, wie auch immer. Sparen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Und gehen zur nächsten Zone. Glibbergarnison. Interessanter Name. Ich mag die Animation, ey. Das ist wunderbar. Okay, sieht schon mal deutlich anders aus. Der Soundtrack wird so langsam auch anders. Naja, gut. Dann werden wir schon mal die Level ausfindig machen. Das war aber jetzt auch etwas schneller. Level 16, warte mal. Jetzt muss ich noch mal kurz nachschauen. Ah, das passt sogar. Level 16. Das ist soweit ganz gut. Ich kann ja schon mal die Level ja schon mal freie Hand nachschauen. Aber sogar sehr gut aufgebaut wird, würde ich sagen, bis jetzt. Wunderschön. Und die Musik ist so etwas dramatisch. Und wir haben ja schon mal das Anchovium gefunden. Nice. Immer her damit, ne? Ah ne, das war jetzt bisschen doof. Muss ich jetzt ein bisschen anders machen. Muss ich wieder hier drum rumgehen. Geht ja sonst nicht anders. Du bleibst da. Also hier oben geht's auch nochmal lang. Ist das schon die 15? Ne, ist die 18. Na gut. Ne, dann werde ich wieder so machen. Machen wir erstmal hier Level 16 und ich werde dann offscreen die ganzen Level ausfindig machen. Sonst dauert das ein bisschen zu lange. Und wenn die Parts doch ein bisschen länger gehen, werde ich einige Stellen einfach rausschneiden. Weil alles uncut lassen wäre ein bisschen lächerlich. Aber, je dem auch sei, fangen wir an mit Level 16. Intermezzo, wie auch immer, auf der Bowlingbahn. Na wunderbar. Und da behalten wir erstmal die Heldenwaffe. Ja, ist auch ganz gut, ne? Damit lässt sich arbeiten. Ist ja schon mal sehr interessant für den Anfang. Könnte auch etwas schwierig werden. Aber ich muss schon sagen, jetzt so passt gegen Ende der Story, wenn man das Story betrachten kann, irgendwie so ähnlich, werden die Level schon anspruchsvoller und auch etwas mehr interessanter. Und ich müsste gerne noch die Dose behalten, bevor ich sterbe. Dankeschön. Das hört einfach nicht auf. Ja, wir sind erstmal ein bisschen daran gebunden, ne? Und beziehungsweise müssen wir uns daran gewöhnen, dass sie die ganze Zeit vor sich hinrollen. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die Dinger können richtig einen One-Hitten. Und das ist nicht ohne. Aber mal schauen. Der Level hat etwas. Er hat etwas. Das wird der Checkpoint, aber diesmal nochmal genau nachschauen, ne? Okay, die Passage ist jetzt ein bisschen ungünstig. Weil ich jetzt genau aufpassen muss. Das ist etwas lächerlich. Oh, da hier ist eine Anchovium. Okay. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Das war sogar ganz... Das war ganz gut. Gehen wir erstmal hier hoch. Und geht schon weiter mit der Passage. Und diesmal, ich mag diese Octo-Sniper einfach nicht. Genau, schieß drüber, obwohl ich hier so eine Wand, so eine Wand halt davor habe. Genau. Ja, wahrscheinlich, ne? Wir müssen ihn irgendwie antäuschen. Müssen wir es irgendwie so machen, sonst geht. Nee, hat leider nicht funktioniert. Hör auf zu schießen. Na, verdammt. So, ich hatte noch eine Rüstung gehabt, okay. Das ist mir jetzt leider nicht aufgefallen. Nein, nein! Ach komm, was war denn das für ein Rückstoß?
Ach Mann, komm schon. Okay, noch ein Versuch. Müsste mal so langsam mal die anderen Waffen mal freischalten, habe ich so das Gefühl, ne? Also die Sekundärwaffen. Ich habe ja immer noch die Dreiecksbomben bei mir. Fällt mir gerade so auf. Müsste ich mal machen. Am besten dann gleich nach dem Level. Am besten, das wäre noch günstig. Boah, ist aber auch gefährlich, ey. Also so ein bisschen springen, damit er sein Ziel verfehlt. Ein bisschen hat's was gebracht. Ah, noch ein bisschen aufpassen. Jetzt. Ja, komm schon. Weg mit dir. Ich mag den nicht. Die gehen mir auch. Boah, so krass auf die Nerven. Aber gut. Nächster Checkpoint. Müssen wir wieder genauer aufpassen, ne? Vor allem auf diese lächerlichen Bowlingkugeln, die man aber sogar zerschießen kann. Wenn man es auch gut hinbekommt. Oh, ist aber auch, ey. Boah. Wow. Heftig. Ja, zum Glück fallen die nicht direkt nach unten, als wären es 90 Grad. Das wäre schon etwas schlimm. Boah, ey, das ist heftig, ey. Aber die bieten schon jetzt wenigstens eine Herausforderung jetzt hier. In die Level momentan. Boah. Er muss ja wirklich übelst genau aufpassen, ne? Heftig, ist schon heftig. Ist ja gut, ich hab's verstanden. Verdammt. Okay, so weit, so gut. Huh, also ich muss schon sagen, die Level werden auf jeden Fall jetzt anspruchsvoller und schwieriger. Aber hoffentlich werden die Verstecke nicht schlimmer. Ach du Scheiße, übertreibt ja noch mehr. Yo. Genau. Okay. Ob das was bringt, dieses Teil zu benutzen? Ja, wir können zwar da drauf schießen, aber ob die direkt dann kaputt gehen, keine Ahnung. Ah, hier ist eine Kiste. Schriftrolle. Wunderbar. Bringen das was, die Teile zu zerschießen? Eigentlich eher nicht so, oder? Naja. Wenn überhaupt. Er bringt eigentlich auch nicht viel. Sind da irgendwie eine kleine Härte da in dieser Bowlingkugel versammelt oder was? Oder ist einfach nur so ein rieser Oktop da einfach nur drinne? Das ist irgendwie komisch. Ja, irgendwie muss ich ja da hoch, ne? Ich will ja zur Schrift dran, aber jetzt habe ich halt schon den Checkpoint aktiviert. Und wenn ich jetzt nochmal mehrmals drauf gehen muss, ist das jetzt ein bisschen doof. Okay, das muss etwas getimt sein. Geht sonst nicht anders. Jetzt vielleicht, ja, komm schon, spring dahin. Nein, es hat nicht gebracht, Mann. Das war jetzt etwas doof. Das kriege ich schon hin. Es muss nur rechtzeitig getimed. Am besten jetzt sofort. Ja, komm schon. Ey, was ist denn das? Wie willst du das schaffen? What the fuck? Ja, wie soll man das hinbekommen, bitte schön? Das ist jetzt nicht passiert, ne? Jetzt darf ich den Mist jetzt nochmal machen. Alter! What the fuck? What the fuck, Mann? Ey, das ist doch zum Kotzen. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, ne? Machen wir es jetzt einfach so. Ich werde den ganzen Mist jetzt einfach rausschneiden und wir sehen uns an dieser Stelle, wo wir gerade verkackt haben. Ja. So, da bin ich erstmal wieder da. Und jetzt versuchen wir ein zweites Mal an dieser Schriftrolle hier ranzukommen. Am besten so gleich aufmachen, ja. War schon so. Ja, das ist aber auch schon echt schon schwierig, ne? Wie willst du das richtig timen, bitteschön? Das geht doch gar nicht. Komm, geh rüber! Oh! Okay, gut. Holy shit! Nein, OBS, hör auf. Das ist gerade ein unpassender Zeitpunkt. Ey, was soll der Mist?
So, sorry für den kleinen Cut, aber da muss es sein, da mich jetzt OBS sowas von scheiße aufregt. Weil ich das gleichzeitig auch mit OBS hier nicht nur aufnehme, sondern auch direkt zocke. Muss ich jetzt mein Bildschirm wechseln. Das ging jetzt nicht anders. Dafür habt ihr jetzt zwar jetzt ab und zu jetzt Lags, aber ich kann es jetzt leider auch nicht ändern. Tut mir jetzt leid. Daran kann ich jetzt zwar erst nicht mal sehen, wie lange er es noch aufnimmt, aber wir sind sowieso gleich fertig, also von daher passt das schon. Wenn ich jetzt nicht nochmal verrecke, das wäre jetzt nicht so schön. Ja, wir sind gleich da. Aber die letzte Hürde wird ja schon mal sehr anstrengend. Das ist ja schon eine richtige Challenge, überhaupt hier durchzukommen. The fuck? Macht sich doch übertrieben, als es sowieso schon ist. What the fuck? Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Chillt mal. Aber ich hab's geschafft. Nein, 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 das ist nein. Warum? Wollt mir nicht den Triumph gönnen oder was ist los? Chillt mal, ey. Ist ja übelst hart am Eskalieren gerade, so habe ich das Gefühl. Meine Güte, ist doch jetzt nicht so schwer, diese drei fontänenartigen Dinger da hier zu aktivieren. Und dann einfach hier hoch zu jumpen. Jo, mit Ansage. Ha, endlich geschafft! Ja! Wunderbar, endlich. Oh, ich habe schon drauf gewartet. Und es wurde endlich soweit. Puh. Es war jetzt nicht so praktisch. Jetzt habe ich nochmal drüber geschaltet. Jetzt scheint OBS auf einmal wieder zu laufen. Ja klar, habe ich mich schon übelst verarscht gefühlt. Aber juckt mich jetzt nicht, ist egal. Nummer 16 der Schriftrolle. Gesucht Fischeiersammler. Keine Berufserfahrung nötig. Alter und Lebenslauf egal. Kinder leicht Geld verdienen. Schnappt dir einen Freund und bewerbt euch gleich gemeinsam. Zum Teil ist der... Hier sind die ersten zwei Sätze. Genau die... auf der Nintendo Switch App. Das sind genau dieselben Sätze. Okay, die ersten zwei womöglich. Ach ja, apropos, weil gerade in der Schriftrolle was von Salmon One so geschrieben wird. Salmon One wird es geben, aber ich glaube nur so ein angetestet. Also nicht jetzt ein angezockt extra, sondern im Splatoon nur so ein Video oder so. So ein extra LP zu Salmon One, wo ich mehrere Parts bringe, wird es nicht geben. Also nur so ein angetestet wahrscheinlich. Und wenn ich irgendwann mal livestreamen kann, dann wird es ab und zu vielleicht mal Livestreams mal davon geben. Mal schauen, wie ich mal so Lust habe. Aber ja, das war es eigentlich schon mal soweit. Und dann würde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen und ja, noch 5 Elektrowelts, danke Limone, dass du mir schön dazwischen quatscht. Finde ich sehr schön von dir. Ja, nochmal, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne einen Daumen hoch hin da lassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns ein weiteres Mal hier in Splatoon 2 im Story-Modus, Singleplayer oder Held-Modus, wie auch immer. Dann ja, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Macht's gut.